Die allerersten Season 3 Gameplay-Szenen sind da mit massiv vielen neuen Sachen. Also wirklich im Spiel, wie das aussieht, mit neuen Waffen, Items, Orte und. Sandsturm ist huge, nächste Stufe. Boot ist da, ist schon gut zu sehen. Aber ist immer noch nicht das Maximum, ne? Ich glaube, eine Stufe geht noch. Das kann noch einmal ein bisschen rankommen und dann wird das noch ein bisschen krasser. Es ist schon echt imposant. Ich finde, das Ganze hat sowieso Chapter 1, Season 7 Vibes, ne? Wie das Ganze auf uns zukommt. Aber genau das, was auf euch auf diesem Video noch dazu kommt, das freut mich noch umso mehr, Leute. Ah, ich freue mich riesig. Wird ein schönes Ding. Deswegen lehnt euch zurück und genießt erstmal die ganzen Sachen, die natürlich hier drin sind. Also Sandsturm technisch und so weiter, entwickelt sich das Ganze weiter. Es gibt zwar immer noch eine verschlüsselte Datei. Ne, die vorletzte Datei, die wir jetzt bekommen haben, war ja das Schiff, wie es jetzt langsam auf uns zukommt. Und eine Datei ist immer noch verschlüsselt. Na, es ist nur ein bisschen Mysterium. Aber Fakt ist, wir werden kein größeres Live-Event mehr bekommen. Da muss ich mal auch dazu ansprechen, weil viel zu viele TikToks gerade kursieren, dass ja noch ein Live-Event passieren könnte. Das Live-Event mit der Kiste, wie die explodiert sind, ist, und dann hier das Schiff oder der Wanderer, was auch immer dort rumgehüpft ist und über die Insel, das war das größere Event. Ne, klar, wir haben jetzt noch ein paar verschlüsselte Sachen und auch der Sandsturm hat jetzt unterschiedliche Phasen, aber nochmal ein Event, was nochmal passiert, ist hier nicht der Fall. Und sagt das auch am besten euren Freunden. Und wenn eure Freunde das dann auch mitkriegen, gerne hier Abo-Button und Glocke reinhauen. Würde mich natürlich mega freuen, wenn euch das Video irgendwo auf der Startseite empfohlen wurde, wenn ihr euch genauso auf die Season 3 freut und allgemein natürlich für die größte Wissensdatenbank hier auf YouTube begeistern wollt. Ne, neben den ganzen Teaser-Trailer, die wir bisher bekommen haben. Nein, das sind nicht die Gameplay-Szenen, die ich meine. Die kommen gleich noch. Ne, wir haben ja erst noch den Teaser-Trailer. Der größere Trailer sollte wie so oft am Freitag rauskommen. Um 8 Uhr wurde ja auch schon die Downtime angekündigt. Gehen die Server down. Ja, Freitag 8 Uhr morgens. Eigentlich so wie immer. Eigentlich ist es bisher schon immer so, wird es zu einer neuen Season gewesen. Wie lange die Downtime sein wird, auch wie immer, kann man das nicht sagen. Letztes Mal war natürlich ein Sonderfall. Ne? Nach 29 Seasons ist es das erste Mal gewesen, dass eine Season so lange gebraucht hat, das zu releasen. In 7 Jahren. Und da kann man natürlich sagen, passiert. Deswegen glaube ich nicht, dass es diesmal noch mal so lange dauern wird, dass es irgendwo 2 Uhr nachts startet, ne? So wie letztes Mal. Sondern, dass wir hier irgendwo die Server wahrscheinlich um 14, 15 Uhr wieder online gehen könnten. Vielleicht 16 Uhr, ne? Wenn es ein bisschen länger dauert. Mit etwas Glück auch 13 Uhr, wenn es schnell geht. Also ihr merkt, es gibt nie eine feste Uhrzeit oder dass das irgendwo angekündigt ist. Die Leute fragen das seit 7 Jahren und seit 7 Jahren ist das auch immer die gleiche Antwort. Die meisten schmeckt diese Antwort nicht und denken einfach nur, jemand anders wüsste es. Wenn ihr euch das merkt, ist es immer eigentlich der leichteste Fall. Und ja, wenn die Downtime ist und so weiter, dann sollte auch der größere Trailer rauskommen. Der große Stream, der 24-Stunden-Stream, startet aber schon einen Tag vorher, am Donnerstag um circa 13 oder 14 Uhr, starten wir dann natürlich den großen 24-Stunden-Stream und wir haben natürlich eine Menge vor. Naja, 24 Stunden in Anführungsstrichen, wir werden wahrscheinlich safe eben ein bisschen länger bleiben. Je nachdem, wann die Server online gehen, werden es 26, vielleicht 28 Stunden, ne? Aber da ist eine Menge Programm, Community-Programm, Giveaways und Skins und was auch immer für euch natürlich zum Freischalten. Da freue ich mich drauf, gibt eine coole Geschichte. Hellblade war auch ein sau geiles Game, hat eine Menge Spaß gemacht. Kommen wir schon dann direkt zu den Gameplay-Szenen, die wahrscheinlich aus dem größeren Trailer rausgeschnitten wurden. Deswegen auch erstmal die Trailer-Geschichte angesprochen. Ist zwar nur ein ganz, ganz kleiner Loop, aber eine Menge Stuff ist da drin. Also wirklich eine Menge. Daraus kann ich ein ganzes Video ziehen aus 2 Sekunden. So viele sind drin, ne? Zuallererst das neue Item hier in seiner Hand. Ne? Es scheint wohl eine neue Gasflasche zu sein oder was auch immer. Und es wird wahrscheinlich dieses Nitro sein, wo diese ganze Season ja auch sehr stark drauf aufgebaut ist. Und dieser Nitro gibt dann einen Speedboost, ne? Und man läuft schneller. Anders als aktuell die ganzen orangenen Slurpfässer, wie hießen die nochmal? Slap Juice. Ne? Anders als die dir einfach einen unendlichen Sprint geben und du kannst einfach unendlich lang springen für, was war das, 20 Sekunden, 30 Sekunden, gibt das dir hier einen schnelleren Boost und du flitzt davon. Das ist doch schon mal so weit, so gut. Dann natürlich ganz offensichtlich die T60 Power Armor aus Fallout in unterschiedlichen Stilen und zwar sogar 5 unterschiedlichen Stilen. Ich würde sogar sagen, man kann seine eigene Powerrüstung basteln in einer Art Fallout-Werkstatt. Dafür gibt es echt so viele Stile, die das Ganze anpassen. Ne? Wir haben erstmal den Klassiker, den ganz normal das ikonische Bild von der Fallout-Power-Rüstung, ne? So weit, so gut. Dann haben wir hier eine schwarze Ritter-Version. Ne? Wenn man das Ganze hier vergleicht mit dem schwarzen Ziel und den Streifen, ist es so ziemlich gleich wie beim schwarzen Ritter.
ne, so weit, so gut. Warum und weshalb ist einfach, denke ich mal, einfach ein Mix aus Fallout und dem Schwarzen Ritter. Das heißt jetzt kein Indiz dazu, dass der Schwarze Ritter wiederkommt oder sowas. Ich sage das jetzt einfach schon mal vorsichtshalber, weil ich kenne das. Dann, die Leute fantasieren dann direkt instant, ne, dass Schwarzer Ritter wiederkommt oder was auch immer. Vielleicht gibt es dann auch TikTok-Clips, genauso wie mit dem Live-Event. Das kursiert dann auch vielleicht rum. Die weiteren Stile oder sowas, ne, der hier sieht zwar auf den ersten Blick auch sehr ähnlich aus, aber es gibt trotzdem ein paar leichte Unterschiede. Zum Beispiel die Schulterplatten sind ein Ticken anders als auch der Helm. Ne? Der Helm ist auch ein bisschen anders. Auch wenn die Waffen davor ist, da kommen wir gleich noch zu. Ne, scheint dort auch dort ein bisschen Variation zu sein und deutet darauf hin, dass man auch viele kleine Teile anpassen kann. Ganz rechts haben wir eine komplett rote Rüstung. Ne, die AT-60 Power Armor, aber in komplett rot. Und ganz links sieht er nach einer bläulichen, dunkelblauen Variante aus. Würde ich sagen, ne, könnte aber auch wieder die silberne sein. Vielleicht liegt das einfach an dem Schatten hier. Ne, also ihr seht, das unterschiedliche Stile sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus und hat auch schon auf jeden Fall Potenzial. Also kann man, denke ich mal, auch hier festhalten, ist kein mythisches Item oder sonst was. Ne, wenn es ein mythisches Item wäre, gäbe es keine 5 Varianten von davon, die das irgendwie ausmachen. Dann machen wir weiter auch direkt mit den Waffen. Ne, seht ihr, was man aus 2 Sekunden alles rausfinden kann. Erste Waffe Nummer 1, eine Harpunenwaffe. Ja, das ist eine riesen fette Harpunenwaffe. Was man damit fangen kann oder sich wo dranhängen kann, ich vermute mal an Autos. Vielleicht kann man damit Autos entweder langsamer machen oder ähnlich vielleicht wie mit dem Spider-Man-Item, dass man sich dranhängen kann und dann mitgezogen werden kann. Theoretisch, ne? Würde ich mal sagen, letztendlich fehlen da noch ein bisschen mehr Szenen, um das zu erfahren. Dann haben wir hier, der Kollege hat eine Laserkanone, auch aus dem Fallout-Universum, ne? Den genauen Namen der Laserwaffe habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber ist auch dabei. Ganz rechts haben wir die Minigun, wird, denke ich mal, wieder aus dem Vault geholt und deswegen auch wieder in dem Game drin. Ist schon lange nicht mehr im normalen Battle Royale drin gewesen, ne? Der Kollege hat ja auch eine sehr interessante Variante. Sieht ein bisschen aus wie eine Armbrust mit Feuer- oder Flammenwerfer dran, ne? So 2 kleine blaue Flammen sieht das aus. Könnte auch was Digitales sein, könnte auch irgendwie ein Display sein oder sowas, ne? Ist jetzt natürlich wegen der Qualität schwer zu sagen. Könnte man aber wirklich Feuerpfeile sein, die man damit verschießen kann. Und es scheint neu zu sein. Erinnert vom Stil her trotzdem ein bisschen an die alte Armbrust, die wir so oder so schon mal in Fortnite hatten. Aber ist natürlich auch drin. Und links sollte die Ranger Shotgun sein, was wir hier gerade sehen. Ne? Ranger Shotgun, die er da benutzt, aber auch da ist natürlich nur erstmal ein schwarzer Fleck zu sehen. Könnte auch vielleicht eine komplett neue Waffe sein. Ich gehe erstmal mit der schwarzen Ranger Shotgun. Das aber nicht alles. Am Anfang des Trailers, dieser gute Bomberman hier, hat auch nochmal einen alten Bekannten in der Hand, und zwar die Combat AR. Ne? Die gute Waffe sollte auch entsprechend wieder reinkommen. Und diesmal modbar, ne? Also dass man wieder Visier dran packen kann, Munition, und ja, das spricht natürlich wieder dafür, wenn die Mods drinnen bleiben, dass die Waffen natürlich auch im mehr oder weniger auch gleich bleiben und somit auch der Bullet Drop, ne? Dass die Waffen und die Schüsse natürlich wieder einen großen Bogen machen werden. Bin immer noch kein Fan davon. Wird wahrscheinlich auch bis Chapter 6 so bleiben, deswegen muss man jetzt schlucken, sich darüber zu beschweren. Ich werde es auch machen, ich werde es auch ein paar Mal ansprechen, aber hey, Spieler hat trotzdem seine coolen Momente, ne? Und ihr dachtet jetzt, ah, das war alles, jetzt hat er schon alles gezeigt, was man sehen kann, ne? Kommt direkt in die nächste Sache, und zwar der Ort. Ja, der Ort im Hintergrund ist auch sehr interessant, ne? Und auf den ersten Blick sehen wir auch einfach wieder komplette Wüstengegend mit Wüstenfelsen, ne? Und auch hier die Palme und was auch immer. Da ist alles mit Sand überschüttet. Und jetzt kommt wieder Fortnite Geoguessing dran, Leute. Jetzt wird der Geoguesser wieder rausgepackt. Und zwar diese Brücke, die Häuser und so weiter, die können wir natürlich auch schon im Game angucken. Und welcher Ort das ist, und der wird euch überraschen. Und dieses Video wird wieder gesponsert, Leute, mit einer wunderschönen Aufnahme um 2.13 Uhr. Ne? Seht ihr mal, wie ich für den Content lebe, Leute, und euch das deliver und sogar noch mitten in der Nacht aufnehme, damit das direkt morgens da ist, damit ihr schon direkt eure Theorien aufbauen könnt oder vielleicht auch schon raten könnt, wo dieser wunderschöne Ort ist, den ich euch gerade gezeigt habe. Aber tatsächlich sieht das nach Snooty Steps aus. Ja, und zwar haben wir hier den Torbogen da hinten, ne? Da ist der Torbogen, den wir gerade gesehen haben, das gelbe Haus. Aber dazu müssten wir ein bisschen weiter zurückgehen, und zwar durch diese Tür hier.
Und wenn wir dabei noch zurückgehen und hier in der Luft bleiben und hier sozusagen ein Screenshot machen, können wir das Ganze auch sehr gut vergleichen. Ne? Hier der Torbogen, gelbes Haus, hier das Dach und bei Snooty Steps ist es genauso hier dieser Bogen, gelbes Haus, das Dach hier auf der linken Seite. Und anhand dessen, wenn wir das hier vergleichen, sehen wir einfach auch, wie hoch der Sand auch dann geht. Ne? Und auch diverse Berge ersetzt werden. Ne? Auch die Farbe der Berge hier im Hintergrund ändern sich. Die Palme bleibt tatsächlich, ne? Aber die Berge ändern dann so die Farben in ihrem Canyon-Look. Und der Sand wird anscheinend hier echt ein großes Stück entweder hier einnehmen. Ich denke mal, hier so diese ganze Region bis zum Fencing Fields, wo ja dieser Nitro-Dome reinkommen kann. Wenn ihr nicht wisst, was der Nitro-Dome ist, solltet ihr auf jeden Fall noch dranbleiben. Ne, bis zum Schluss. Und das könnt ihr entweder ein großes Stück einnehmen oder vielleicht sogar die komplette Karte, ne? Wäre natürlich was anderes, die komplette Karte mal mit Sand zu überdecken oder sowas. Ist immer noch mein Favorit. Wäre eine gute Abwechslung und dann im Laufe der Season halt den Sand wegzumachen. Damit nicht immer die ganze Zeit was Geld wird oder sowas. Aber ja, ihr seht es, da Snooty Steps wird von Sand überfüllt und das Ganze wird überlagert. Und hier ist auch schon eine Menge Wind und Sturm durch natürlich den Sandsturm, der dahinter im Hintergrund auf uns zukommt. Das ist der Sturm, der ist da hinten irgendwo. Holy moly, ne? 2 Sekunden Szene und so viel neue Sachen über die Season 3 und Map-Änderungen und was auch immer. Und da wird bestimmt noch eine Menge auf uns zukommen. Also haltet natürlich auch die Livestreams im Auge. Wenn ihr das Video seht, sind wir bestimmt schon irgendwie wieder live. Wenn ihr gerade mittags oder nachmittags nach Hause kommt, deswegen trudelt rein auf twitch.tv oder auf YouTube oder TikTok, ist egal, findet ihr alles in der Videobeschreibung, würde mich mega freuen. Und ihr klickt jetzt auf der rechten Seite noch das Video und checkt mal alle offiziellen Battle Pass Skins aus, die wir bisher wissen, da sind inzwischen schon 4 Stück, plus Map-Ort-Änderungen und, also auch wieder eine Menge Stuff, schön zum Bingen und auch danach noch die Trailer-Analyse oder da könnt ihr auch noch eine Menge nachholen. Würde mich freuen, und wenn ihr jetzt schon gespannt seid, Like-Button reinhauen, genauso wie ich. Euch auf die neue Season freut, wird mega nice und es wird auch ein schöner 24-Stunden-Stream.